Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update des Hafenplakat Rot-Blau-Wurfes. Die Tiere sind am 11.04. geschlüpft und heute ist der 27., also knapp 2 Wochen alt. Und ich habe sie ja im letzten Video hier in dieses Becken umgesetzt. Und sie bekommen jetzt jeden Tag 2 bis 3 Mal pro Tag eine Portion Artemia, je nachdem wie viel ich reingeschmissen habe. Und ja, gerade war hier ja ein Fisch, habt ihr ja gesehen. Jetzt ist er wieder weg. Ich guck mal, ob ich welche erwische. Die sind jetzt ca. 5 mm lang, manche sogar schon 8 oder 9 mm. Also haben bald den Zentimeter. Und ihr seht die roten Bäuche. Die fressen super gerne die Artemia. Und gedeihen prächtig hier in dem eingerichteten Becken. Leider ist der Nachteil an einem eingerichteten Becken, dass man die nicht so schnell sieht auf dem Video. Aber ich glaube, das ist wesentlich schöner, die hier zu sehen, in der natürlichen Habitat, als woanders. Hier hinten ist so eine kleine Dreckecke. Ich habe ja auch viele Schwimmpflanzen drin, Temperatur 26 Grad. Ich habe noch einen Heizer drin zur Sicherheit. Aber der ist meistens aus, wobei gerade leuchtet er. Naja, die halten sich meistens da so auf am Filter. Das ist ein Lufthebefilter. Und ja, fressen da so ihre Artemia, weil die sich hier meistens so dann da hin bewegen. Und schaue mir das relativ gerne an, weil die natürlich jetzt gerade in dem Stadium sind, wo man noch so alles sieht, was sie dann so gefressen haben. Natürlich relativ süß ist, wenn die dann alle orangene Bäuche kriegen. Da sieht man, wer hat gefressen und wer nicht. Ja, da die aber alle in der Ecke abhängen, kriegt ihr natürlich jetzt nicht so gut qualitative Bilder. Aber ich glaube, euch reicht schon so ein Update, weil das ja immer sehr spannend ist und ihr seht, die fühlen sich wie gesagt super wohl hier im 60er, so sieht das aus. Aktuell links der Lufthebefilter, rechts die Heizung, noch ein zusätzliches Licht für die Pflanze, ich glaube Enchidorus oder sowas ist das. Ja, ein paar Steine, Seemandelbaumblatt, eine Höhle, ist glaube ich noch ein Antennenwels drin, den ich nicht rauskriege, der ist immer so schnell weg und ich wollte die Pflanze nicht rausreißen, weil die da schon ein bisschen länger drin ist seit Einzug. Und dann halt so ein bisschen Steinlandschaft, ein bisschen Schwimmpflanzen hier und da ist der Lufthebefilter, dass ihr mal seht, wie stark der eingestellt ist. Der wirbelt eigentlich nur den hinteren Bereich rum. Da ist noch eine Anubia, die da so schwimmt und dieser Bereich ist halt in Bewegung, aber da sind noch die Schwimmpflanzen, das fand ich halt ganz gut. Und ja, da ist der Rest. Die halten sich auch manchmal, wenn ich hier die abnehme, sogar in diesem Blätterbereich auf. Wird es scharf? Da. Ist natürlich sehr natürlich ist und ich bin immer mehr Fan von diesem eingerichteten Becken, dass man das relativ früh macht. Wobei man dann halt weniger Kontrolle hat auf die Tiere selbst. Man kriegt weniger schnell mit, wenn irgendwelche Probleme sind. Das ist der Nachteil, aber man muss nicht so oft reinigen. Das ist auch ein Vorteil, oder? Aber ich werde bei kleineren Würfen eher bei Clean bleiben und dann später erst wechseln, weil es einfach sicherer ist wegen Krankheiten und Co. Ja. Ich würde mal sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr davon sehen wollt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, Kommentar vielleicht, einen lieben. Dann denkt YouTube, das ist interessant und vielleicht kommt noch andere neue Kampffischfans auf diese kleinen Racker zu schauen. Und wenn ich mal wieder Zeit habe, mache ich auch wieder ein neues Update von dem ganzen Kampffisch-Info-Videos. Da könnt ihr mir mal gerne schreiben, was euch am meisten interessiert. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.